Mein Name ist Constanze Krehl. Ich bin Abgeordnete im Europäischen Parlament für Sachsen, komme aus Leipzig und von Beruf bin ich Diplom-Informatikerin. Es hat mich 1991 ins Europäische Parlament gebracht und heute bin ich nach mehr als 25 Jahren vor allen Dingen zuständig, im Regionalausschuss zu arbeiten als Koordinatorin meiner Fraktion für die über 300 Regionen in der Europäischen Union. Wir versuchen als Europäisches Parlament und besonders in diesem Ausschuss, die Regionen entsprechend ihrer Bedürfnisse finanziell zu unterstützen, zu entwickeln und damit einen besseren Zusammenhalt zwischen den Regionen herzustellen. Wir haben dafür für 7 Jahre etwa ein Budget über 350 Milliarden Euro zur Verfügung. Das klingt wahnsinnig viel, aber wenn man es dann runterbricht auf die vielen, vielen Regionen, ist das zum Teil ein Betrag, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, aber es sind nicht Unsummen, die da zur Verfügung stellen. Auch nach Sachsen kommen viele Gelder und im Moment werden besonders Dinge gefördert im Bereich der Entwicklung neuer Technologien, im Bereich der Forschung, im Bereich der Bekämpfung von Armut, für die Arbeit für die Inklusion und Integration von Menschen in die Gesellschaft. Und den Rechtsrahmen haben wir dafür hergestellt. Und jetzt beobachten wir, wie das in den Regionen angewendet wird und hoffen, dass wir das auch zukünftig in den Regionen zur Verfügung stellen können.